Ja, servus und hallo Dere. Wieder einmal aus dem Grom Valley. Jawohl, ich bin am Sägen, am Kettensägen, Fichtenmoped, Herrichten, Fallen und so weiter. Bin ich jetzt erinnert in der Werkstatt. Und ich bin jetzt eine Zeit lang mit meiner 362er, mit 362C, mit der bin ich jetzt eine Zeit lang gefahren, mit einem 45er Schwert und einem Halbmäusl-Kitten, 3/8 Teilung. Bin ich jetzt eine Zeit lang gefahren, habe ich ein paar hundert Meter geschnitten und das geht wunderbar. Ja, die zieht sauber rein, die zieht sauber durch mit einer Halbmäusl-Kitten. Bloß zum Fällen, also zum Fällen, zum Ausnasten habe ich eine andere Säge. Zum Fällen nehme ich die 362 her, also bloß zum Umschneiden. Da bin ich jetzt eine Zeit lang mit der 45er Schiene gefahren und mit der Halbmäusl-Kette, die habe ich gesagt, wunderbar funktioniert. Bloß natürlich war es interessant, ob man nicht von der Leistung her ein bisschen mehr noch aussagen kann von der 362er. Jetzt kann man folgendes machen, jetzt kann man da ein 45er Schwert drauf da wieder und noch eine Vollmäusl-Kette. Also ich hole jetzt einmal das Schwert schnell, was ich drauf gehabt habe. Jawohl, das Schwert habe ich drauf gehabt und die Ketten. Also 45er Schwert, ja, und die Kette, Halbmäusl drauf gehabt. Und jetzt habe ich es ausgetauscht und jetzt war halt ja, die Frage, ob man nicht da leistungstechnisch ein bisschen mehr aussuchen kann. Klar kann man da jetzt ein Vollmäusl-Kinn auf, weil im Prinzip Vollmäusl von der Leistung noch mehr bringt. Kriegst du eine brutale Schneintaffe, wenn du das gescheit fallst. Also klar, aber es war interessant, ob wenn man jetzt auf die 362er, 40er Schwerttaffe macht, mit einer Vollmäusl-Kette, ob nicht da noch mehr gegangen. Also dass die besser ziehen darf. Und vielleicht von der Leistung her allerweil mehr bringen darf, weil jetzt das 45er, ob man da was merkt, sag ich mal, zum 45er Schwert mit einer Halbmäusl-Kette und einer Vollmäusl-Kette 40er Schwert. Den Vergleich, den möchte ich jetzt einmal fahren. Jetzt habe ich als Schwert noch gefunden, ein 40er Schwert und eine alte Vollmäusl-Kette. In das Schwert, da habe ich schon einmal Löcher reingebohrt. Zwei Löcher habe ich da schon mal eingebaut, das ist ein ganz altes Schwert. Das tue ich jetzt bloß für den Test zum Probieren nehmen. Da habe ich mal zwei Löcher reingebaut, weil da habe ich mal eine Vorrichtung gebaut, dass man Lahn, also Bredel rausschneiden kann von einem Baumstamm, wo man selber was zusammenbaut und dann habe ich da zwei Löcher reingebaut, dass ich da die Vorrichtung hinschrauben kann. Das brauche ich jetzt aber nicht mehr, weil Bandsäge habe ich jetzt und dann kann man aber das Schwert alleweil nicht mehr. Das ist ja wurscht. Da fällt ja nichts, das ist ja nicht zwickt und gar nichts, also da fällt ja nichts. Das habe ich jetzt da drauf, da, 3/8 Teilung auf meine 362C. Der hat schon viel mitgemacht, der hat schon richtig Gas gegeben, der pfeift wie Sau. Und da probiere ich jetzt einmal zum Fallen, wie der hier so zeigt, also mit einem 40er Schwert, ein bisschen ein kürzer Schwert und eine Vollmäusl-Kette drauf, vielleicht geht die von der Leistung noch ein bisschen mehr, weil wenn ich jetzt da 45er Schwert drauf da und eine Halbmäusl-Kette. Also ich denke, es könnte vielleicht ein bisschen mehr Pfiff geben. Aber das werden wir dann sehen. Also ich kann das auf jeden Fall jetzt vergleichen, aber da habe ich viel Knie mit dem 45er und mit dem 40er. Das probieren wir jetzt einfach mal aus. Und da werde ich das wieder aufnehmen, wenn ich da ein Ergebnis habe. Jawohl. So viel zu dem Thema. Und was sonst noch so los ist bei uns, das darf ich sagen, zeige ich euch jetzt. Und da fangen wir gleich mal an mit den Michalner, weil die bei uns sind, weil da hat sich nicht mehr einiges da. Schauen wir mal, wie so die Michalner so geht. Zwitschgeles. Eine Hansa, die Lumpen, ne. Und wie geht's euch? Wie geht's euch? Dann schauen wir mal rein. Zu den
Nummern. Bergsteiger hin. Bergsteiger hin. Dann die anderen. Ja. Hybriden. Wie ein Mordstrom Guckel drinnen. Schauen wir mal rein. Ja, ob es jetzt was gibt. Jawohl. Da liegt der Ohr drinnen. Fleißig. Wunderbar, nehme ich gleich mit. Gehen wir schon. Und? Gibt's was Neues? So, da haben wir abgetrennt, weil die sind nicht so gut verdrungen. Die Kameraden, schauen wir mal rein. Bleibt's mal drinnen. Jetzt, wie geht's denn euch, Kameraden? Kämpft euch so durchs Leben, gell? Ja. Henne? Hahn? Das ist Zwitschgele. Du pickst mich gleich, na ja. Dann schon mal zu graus, gell? Ja, jetzt hupft es auf mich auf. Was sagt das jetzt? Gehst du wieder runter, oder? Wie schaut es denn aus? Was verzüßt man hin? Was verzüßt man hin wieder? Nix, gell? Weißt nix. Du pickst mich auch nicht ins Gesicht, gell? Nein. Jetzt gehst du wieder runter, hä? Wird schon wieder? Wird schon wieder, oder? Was sagst du? Hä? Ja. Schlecht wieder so. Ja. Gehst wieder Robi, oder? Opa. Robi, hopp. Komm, nimm mal Robi. Genau. Ist ein Fotogen. Fotogen, Hans. Videogen. Ja. Ja. Au! Ja! Ihr hört echt die. Und schon wieder. Bergsteigerhuhn ist schon wieder da. Hey! Du weißt immer noch nicht, welcher Wetter das kommt. Ja. Und Schuhbandl mit es auch gern, gell? Schuhbandl, Zing. Aufmachen, um einen anzupfen. Jetzt lumpeln. Hey, was soll das? Du magst mich schon. Au! Immer wieder oben. Jawohl, Bankmess, schauen wir auch noch vorbei. Voll ist nicht mehr da. Weil. Wir sind schon im Dezember, ja. Da gibt es nicht mehr voll. Da ist schon sauber angeräumt. Haben wir bloß noch eins da. Was ist das? Grünkohl. Wunderbar. Ganz gesund und ganz gut. Zu einem Braten dazu. Gell. Grünkohl haben wir noch da. Können wir im Dezember aber noch ernten. Gell. Da muss ich alle bei. Das ist wie bis in Januar rein. Kannst du mir da noch was essen können. Ja, da haben wir auch schon abgeerntet. Das ist ein Aschen. Dem rauert Aschen nasser auf die Halter. Das ist aber gut ein Kalidünger. So, da haben wir da noch was. Da haben wir noch nichts geerntet. Der ist auch noch nicht ganzzeitig. Und zwar der Rosenkohl. Da haben wir ein ganzes Feld da. Ja, schaut gut aus. Oh, der braucht ein bisschen. Ein paar Knipfe sind schon dran. Aber ein bisschen braucht er noch. Da sieht man es ein bisschen. Ja. Typisches Wintergemüse, ja. Rosenkohl. Ein paar haben schon zeitig gewesen, haben wir schon probiert. Brutal gut. Ja.
haben wir schon einen abgeerntet und da sind die typischen Rosenkohl. Die Knipf, genau. Jawohl. Ein Brokkoli haben wir auch schon einen zusammengegessen. Das war ein massig Zeug. Gell. Da ist noch ein bisschen was. Ein bisschen Rest, möchte ich sagen. Und noch haben wir noch da den Wirsing. Das ist unser einziger Wirsing, der noch da ist. Der schaut auch ganz gut aus da. Das ist eine Pracht. Eine wahre Pracht. Das ist der letzte Wirsing, den wir haben. Ansonsten haben wir ihn schon zusammengefuttert. Aber der hält auch gut durch. Den ist auch nicht zu kalt. Und sonst, ja, der Kürbis ist weg. Kürbis haben wir massig gehabt. Also Butternut-Kürbis, brutal. Da haben wir Suppen gemacht, eingekocht, eingefroren. Na, zum Wald dazu, so Spätel runtergeschnitten und die haben dann gereist worden. Mein Gott, der Kürbis, ein Butternut-Kürbis ist auch gesagt, das müssen wir jetzt probieren. Das ist ganz ein guter. Da haben wir eine brutale Ausbeute dieses Jahr gehabt. Da ist auch noch ein Wirsing, der schaut nicht so gut aus. Aber das macht nichts, dann kriegen dann die Hähne. Weil die Hähne freuen sich, wenn sie auch ein bisschen was Grins kriegen. Gell? Ja, das ist unser Kartoffelfeld, das haben wir mittlerweile auch schon umgereibert. Das ist ein Lauch, der ist auch noch da. Den lassen wir auch auswachsen. Kann man auch lang im Winter rein noch wachsen lassen. Aber ansonsten, Erdäpfelfeld, kennt ihr ja. Der ist jetzt mittlerweile natürlich schon umgeräumt und ausgeräumt und abgeerntet und noch jetzt da ein Mist drauf, Hähnemist, den wir da aber ein bisschen herfahren. Ja, Erdäpfel war nicht gut, nicht viel Ausbeute dieses Jahr, hat nicht so hingehauen. Aber mei, einmal ist es so, einmal ist es wieder anders. Von Zuckerrebsen war heuer brutal, also da haben wir kühlerweise weg. Wahnsinn, Tomaten waren schlecht heuer, fast gar nichts gegangen. Ja, mei, einmal ist es so und einmal ist es wieder anders. Ja. Und da haben wir auch noch was da, das sind die Reste vom Zikori. Und Zikori-Salat, den essen wir nicht. Bei uns schmeckt er jetzt nicht so unbedingt gut, aber wir pflanzen ihn alleweil an. Für die Hähne. Die Hähne reißen sie drum, das ist ganz gesund für die Hähne. Zikori. Und den kriegen die bis das, ja, bis ins Frühjahr rein. Halt der her. Der wächst da immer wieder nach. Das ist ein typischer Wintersalat. Ja, wer ihn macht, der ist ein bisschen bitterer. Ein bisschen ein bitteren Geschmack. Aber wer ihn macht, ideal im Winter rein, dass man auch noch einen Salat hat. Aber mir, wie gesagt, geben dann die Hähne, weil die Mengen recht gern und wir haben nicht so scharf drauf. Und dann passt die Sache wieder. Genau, da haben wir da hinten noch Wepsi. Was ist das? Das ist auch noch Wirsing, alles Wirsing. Haben wir auch noch genug. Gell? Da vorne haben wir noch einen großen und die haben ein bisschen hinten, die werden nicht mehr gut, nicht mehr so groß werden. Aber trotzdem kann man auf alle Fälle da draus noch was machen. Gell? Kann man auch machen, kann man so. Alles Mögliche gibt es unglaublich. Schaut mal rein, schaut mal ins Internet rein, da gibt es unglaublich viele Rezepte, wo man da alles machen kann von Wirsing. Ja? Haben wir auch ein bisschen spät da herpflanzt, aber mei, so ist es halt. Gell? Genau, und das, was ihr da noch seht, die Stängel da, das ist der restliche Tabak. Der ist mittlerweile schon hinüber. Habe ich abgeerntet und ein paar Blätter noch dran. Und leider ist mit den Samen heuer nichts geworden. Da habe ich ein bisschen zu spät geschalten. Da habe ich ein bisschen zu spät eingepflanzt und auspflanzt. Und dann war er einen Monat zu spät dran. Dann ist der Frost gekommen und dann ist er so gesagt erfroren. Also dann ist er nicht mehr weitergewachsen. Dann haben die Samenkapseln, die da drinnen sind, die haben einfach nichts mehr, keinen Schub mehr gekriegt, haben nicht mehr weitergewachsen und darum habe ich da keinen Samen nicht heuer fürs nächste Jahr. Aber ich habe zwei, drei Pflanzen gehabt, die ich im Topf vorzogen habe und da habe ich, ich glaube, ein paar 100.000 Samen, die gelangen auf alle Fälle für nächstes Jahr wieder.
Ja, genau, ich lasse die also da stehen. Die Tabakstauern. Ich tue auch nicht alles anbinden von den Tabakblättern. Ja, warum? Weil es auch ein Dünger für den Boden ist. Der bringt auch ein bisschen Lehm rein in den Boden, sag ich mal. Und von daher ist das ganz gut, wenn man das so stehen lässt. Und nicht unbedingt alles aber Radibutz ausreißt und auf den Kompost und so weiter. Klar kann man auch machen, ich mag es nicht, ich lasse es da. Und dann geht das in den Boden rein und geht wieder rauf. Geht was Neues drauf auf, gell? Nächstes Jahr. Ja, ansonsten ist es recht kalt, was auch für die Jahreszeit natürlich so ist. Da haben wir auch noch ein bisschen Wintersalat. Die letzten Reste für die Hähne, die freuen sich unbändig, weil so finden sie auch nichts um die Jahreszeit. Wir haben schon viel Schnee gehabt jetzt auch. Dann haben die Felder zu, gell? Und dann finden die Hähne auch nichts. Jawohl, na, da ich sagen, habt ihr wieder ein bisschen was Neues gesehen, was da in Gromwelli so vor sich geht, gell, um die kalte Jahreszeit, Warmutzung bin ich auch, weil das brauchst, aber Minusgrade, dass der Sau graust, gell, aber mei, Winter brauchst, genauso wie es den Sommer brauchst, wunderbar, wenn es da drauf schneit, auf die Felder fällt der Schnee runter, fällt er drauf. Das ist ideal, weil dann, es hat auch schon gefroren, dann frisst der Boden auch schön zusammen, sag ich einmal, was wir halt alleweil sagen. Das ist alleweil wieder gut für nächstes Jahr, dass wieder was gut aufgehen kann, gell? Jawohl, dann würde ich sagen, reden wir nicht lange umeinander. Ich halte euch nicht länger auf. Ich sage wiederum Dankeschön fürs Zuschauen, gell? Bis zum nächsten Mal. Wenn euch meine Videos gefallen, dann bewertet es positiv und abonniert den Kanal, das ist ganz wichtig, weil dann werden euch die Videos automatisch vorgeschlagen. Und das ist doch eine gewandte Sache, oder? Jawohl, wenn es neue Videos gibt und habt es abonniert, dann kriegt ihr eine Benachrichtigung. Und wenn es nicht abonniert habt, dann klickt es drauf, weil das ist auf alle Fälle eine Erleichterung. Gell? Wenn man nicht allerweil reinschauen muss. So, ja, finster wird es im Winter schon um 4 Uhr. Ist nicht mehr Jahreszeit, ich sag's euch ganz ehrlich, weil ich mag es lieber, wenn es auf der Nacht ein bisschen länger hell ist. Und ich bin einmal der was ein bisschen wärmer macht. Nicht? Die Jahreszeit, die winterliche, die ist alleweil ein bisschen die stadere. Aber nein, das muss auch sein, gell? Ein bisschen Bremse hauen, gell? Alles klar. Na, bis zum nächsten Mal. Aus dem Gromwelli. Aber der ist Servus.